Hallo Leute und willkommen zurück zu Valkyria Chronicles. Ja, wir sind wieder da. Ja, alles klar, er hat meinen Joystick aktiviert. Ja, wir sind wieder hier, stehen kurz vor unserem nächsten Kampf. Retreat from Brühl. Ja, Rückzug aus Brühl. Ja, im letzten Part haben wir mitbekommen, dass der Panzer vom Welkins Vater doch noch existiert und dort, ja, steht und darauf wartet, benutzt zu werden. Gut gepflegt von unserer mehr oder weniger Schwester. So, also würde ich sagen, starten wir in den Kampf. Here's the brief for this operation. So, was haben wir denn zu tun? Okay, der Gegner ist halt mit einem einzelnen Panzer, also ist eine Gruppe rund um einen Panzer, die von dem Marktplatz aus Richtung Hauptstraße unterwegs sind. Wir müssen das Tor verteidigen. Das Enemy breached it. Achso, genau. Wenn die Gegner es schaffen, das Tor zu durchbrechen, werden die Zivilisten Probleme haben zu entkommen. Beziehungsweise das Evakuieren der Zivilisten wird dann ins Stocken geraten. Ja, sie werden versuchen, das Tor zu zerstören und der Panzer wird mit ihnen dabei, wird mitkommen. Ja, hierbei geht es dann darum, das Tor zu verteidigen. Also in dieser Mission geht es eigentlich darum, verteidige das Tor und schalte den Panzer aus. Wobei das mit dem Panzer gar nicht so einfach ist im ersten Augenblick. Ohne die Hilfe meines Panzers ist das ja fast unmöglich, derzeit den Panzer zu zerstören. Da ist es nämlich. Aber Welkis ist am Anfang noch nicht dabei. Ja, genau, da ist es auch nochmal. Bis das Welkins eintrifft, tun sie, was sie können, um den Panzer zu beziehungsweise die Leute zu stoppen vom Tor. Ja, so. Enemy Tank, also der gegnerische Panzer zerstört, ist die Siegbedingung. Verloren ist es, wenn Alicia stirbt. Ja, das Tor zerstört ist oder 20 Runden verbraucht sind. All right, let's begin. We've got to stop them here. Also, lass uns beginnen. Wir müssen sie hier stoppen. If this gate falls, there's going to be even more casualties among the townspeople. Ja, wenn dieses Tor fällt, werden wir noch mehr unnötige Opfer unter den Stadtbewohnern haben. The town watch will defend this gate so as many people as possible can get away. Ja, wir werden dieses Tor so lange verteidigen, dass so viele mög wie möglich wegkommen. Got a second? Listen close and I'll explain. Alles klar. Wir sollen mal wieder zuhören. Ach so, ja, da geht's noch mal um das, was uns eigentlich schon mal erklärt wurde. Mit den Sandsäcken und den, ja, sagt schon. Sandsäcke und, Granaten, genau. Aber ich würde sagen, da wir hier in dieser Runde eh nicht viel tun können, machen wir erstmal so. Lassen wir erstmal den Gegner, den ersten Zug sozusagen. Da haben wir ein paar Züge mehr nächste Runde. Ja, das bringt nicht viel, Leute. Das Ding kriegt nicht mal Schaden.
Aber unser Tor dafür. Da könnte der drauf schießen, aber das tut er ja nicht. Na komm, komm, komm. Jawohl, gut. Na, viermal getroffen, immerhin. Oh, der ein Schocktrooper. Der tut ganz schön weh. Na komm schon, schießt, schießt, schießt. Aha, Gott sei Dank. Immerhin, das haben wir. So. Hier geht es um dieses Heiling-Ding. Aber das ist auch nicht so wichtig. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da den Blödmann ausgeschaltet kriegen. Ohne dass Elisha stirbt. Flapp, hast du? Du hast wieder 86. So. Ah, da. Ach so, ich drück falschen Knopf. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Das war eng. Das war zu eng eigentlich schon fast. So, jetzt müssen wir noch einen Punkt nutzen, um Licher zu heilen. Na. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. So, und mehr können wir jetzt gerade eigentlich nicht tun, obwohl wir können den da oben theoretisch versuchen abzuschießen. Aber das wird er von alleine schon tun. Wollen wir mal gucken. Na, komm schon. Ein Treffer, verdammt. So, okay. Alles klar. Gut, dann beenden wir den Zug hier. Müssen den Treffer am Tor kassieren, weil dem Panzer können wir eh nichts anhaben. Als normale Fußsoldaten derzeit. Nein, wenn das so weitergeht. Und da kommt der nächste Shocktrooper. Oh, oh, wow, das war eng. Da fällt unsere Taungarde. So, Welkin ist endlich da. Here we go. The tank should be able to breach that wall. It may provide us with a shortcut, Welks. Unser Panzer müsste es schaffen, durch diese Wand da zu kommen. Das dürfte uns einen verkürzten Weg geben. All right, let's give it a shot. Hang in there, Alicia. Okay, lass es uns versuchen. Hau rein, sozusagen.
Ja, da geht es darum, dass der Panzer ziemlich gut vor normalen Schüssen verteidigt ist. So, wollen wir mal gucken. Enemy sighted. Boom, Enemy einfach durch. sighted. Tank! It's a Galleon tank! Oh mein Gott, ein galianischer Tank, keine Ahnung, Panzer, keine Felicia, Ahnung. I'm sorry, we're late. Es tut mir leid, wir sind spät. Welkin, you have a tank? Du hast einen Panzer? We can talk later. Right now, we need to stop those soldiers. Quatschen tun wir später. Erstmal müssen wir jetzt hier das Enemy aufhalten. tank sighted, Welks. Der gegnerische Panzer ist gesichtet. Switching to anti-tank combat. Armor-piercing shells loaded. Ja, genau. Änderung des Kampfsystems zu, ja, Anti-Panzer-Munition. Also Munition, die die Rüstung durchbrechen All kann vom right, let's Panzer. go take it down. So, dann wollen wir doch mal. So, aber wenn wir gerade dabei sind, können wir auch den mal eben hier versuchen auszuschalten noch. Da geht es um die HP, dass der in zwei Kategorien aufgeteilt ist: Füße und also Fußreihe und Oberkörper. Entering combat. So, fahren wir ein bisschen näher, weil dann kann der hier uns eh nichts. Aber wir können auf den gegnerischen Panzer schießen. Und ich versuche nach Möglichkeit nur den Oberkörper zu treffen, weil dann schaltet man, Entering combat. dann geht er kaputt. Wenn man den unteren Teil kaputt schießt, bringt gar nichts, der kann sich nur schlechter bewegen. Boom. Operation succeeded. Yes, we stopped it. Nice Jawohl. work, Ys. Jawohl, wir haben sie aufgehalten. Sehr gut, Ys. Now you're my hero, Welkin. Also dieses Jubeln tue ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist er jetzt ihr hier The Held. Imperials are running off for now. Looks like we bought some time at least. Die Imperialen ziehen sich zurück. Es scheint so, als hätten wir zumindest etwas Zeit erkauft. Welks, it's a boy. Martha had a boy. Ach, Entschuldigung, ich muss gerade kurz husten. Es ist ein Junge. Martha hat einen Jungen bekommen. She gave birth in Dad's tank? Sie hat in Papas Tank das Kind bekommen? Yes, and without complications. They're both perfectly healthy. Ja, und das ohne Komplikationen. Sie sind beide bei bester Gesundheit. Good. That's fantastic. Now let's stay sharp as we head out of town. Jawohl, das ist doch super. Lass uns aber auf der Hut bleiben, wenn wir die Stadt verlassen. Wir wollen Rang A bekommen. Wir haben zwei Leader besiegt von den Gegnern, einen leichten Panzer. Gibt alles schön Bonusgeld. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Aber ich würde sagen, wir warten gerade ein paar Sekunden, bevor wir dann das hier starten. Und dann starten wir das nämlich im nächsten Part. In 10 Sekunden ungefähr ist nämlich der Cut und dann fangen wir dann im nächsten Part direkt hiermit an. Also bis gleich.